machst du da? Ich muss arbeiten. Und was? Ich muss die Arbeiten meiner Schüler korrigieren. Und um was geht's da? Um wissenschaftliches Arbeiten. Und was ist das? Also Emma, eine wissenschaftliche Arbeit ist die kritische und logische Auseinandersetzung mit einem bestimmten Themengebiet. Und wissenschaftliches Arbeiten beginnt halt oft mit einer Alltagsbeobachtung oder zum Beispiel eigenen Gedanken zu einem speziellen Thema. Und was macht man dann? Naja, in einem weiteren Schritt werden die Annahmen in eine wissenschaftliche Sprache übersetzt, hinterfragt und präzisiert. Warum macht man das? Also, eine wissenschaftliche Arbeit führt einfach zu nachvollziehbaren Ergebnissen. Und wie macht man das? Naja, schau, da stehen ja mehrere Methoden zur Verfügung. Beispielsweise, man kann eine Umfrage machen, man kann Experten interviewen oder man kann auch einfach beobachten. Und beispielsweise an der Schule kann man eine E-Mail an alle Schüler rausschicken mit einem Fragebogen, wo die dann antworten können. Und solche Methoden nennt man Forschungsmethoden. Was dabei wichtig ist, ist, dass die Forschungsergebnisse objektiv, repräsentativ, valide und zuverlässig, also das heißt reliabel, sein müssen. Zusätzlich muss immer die Quelle angegeben sein. Was heißen denn all diese langen Wörter? Was ist Quelle? Emma, okay, also fangen wir erstmal mit objektiv an. Objektiv bedeutet, dass etwas nach den verfügbaren Verdiensten und Fakten quasi beurteilt wird und nicht nach den eigenen persönlichen Daten oder nach der eigenen Meinung bewertet wird. Valide, also von valide spricht man, wenn die erhobenen Daten auch tatsächlich die Fragen beschreiben, die erforscht werden sollen. Die Reliabilität bezieht sich darauf, ob deine Forschung bei einer wiederholten Durchführung auch die gleichen zuverlässigen Ergebnisse liefert. Als letztes haben wir noch repräsentativ, das heißt quasi, dass man unterstreicht, dass die Ergebnisse auch wissenschaftlich sind, und da kann man beispielsweise Stichproben nehmen. Und was heißt jetzt nochmal Quelle? Naja, eine Quelle ist quasi, wenn du im Internet etwas suchst, der Link dazu. Und den musst du immer angeben, weil wenn du jetzt beispielsweise etwas ins Internet stellst, möchtest du ja auch nicht, dass es einfach so weiterverwendet wird. Und wenn du die Quelle angibst, dann kennzeichnest du quasi fremdes Gedankengut und zusätzlich können die, die deine Artikel oder Geschichten lesen, so nachvollziehen, woher du deine Informationen hast und ob diese korrekt sind. Danke, Mama! Und jetzt nerv mich nicht mehr und konzentriere dich auf deine eigenen Sachen.